Dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem letzten Saisonspiel. 1:2 gegen den FC Schalke 04, habt ihr alle gesehen. Ich begrüße auch beide Cheftrainer, unseren Gäste-Cheftrainer Mike Büskens und unseren Cheftrainer Robert Klaus. Und die Gäste haben logischerweise das erste Wort. Dankeschön. Also allergrößten Respekt heute wieder einmal vor diesem Team. Wir hatten, glaube ich, eine ungewöhnliche Trainingswoche vor uns oder hinter uns. Die Jungs haben sich nicht damit zufrieden gegeben, dass sie aufgestiegen sind vor dem Spiel schon, sondern sie wollten unbedingt als Erster die Saison beenden. Und das sagt so viel aus über den Charakter der Jungs, über die Leidenschaft, mit der sie dieses Ziel verfolgt haben, dass ich dafür mich nur bei allen bedanken darf, die heute auf dem Platz waren, die auf der Bank waren, beim Staff, bei der Anhängerschaft, heute wieder Riesensupport. Und wie gesagt, es war mir eine Freude, diesen Weg über etwas mehr als 2 Monate jetzt begleiten zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Robert, dein letztes Wort für diese Saison. Servus in die Runde. Stimmt nicht ganz. Dienstag haben wir nochmal eine Presserunde. Glückwunsch. Vor laufenden Kameras. Glückwunsch an Mike und an Schalke 04. Jetzt auch nochmal hier offiziell im offiziellen Rahmen. Ihr habt vor dem Spiel, nach dem Spiel schon gemacht. Zur Meisterschaft, zum Aufstieg und zum Sieg heute. Am Ende verdient. Die Mannschaft, die oben am Ende ist, hat es immer verdient. Das ist ohne Frage und deswegen Glückwunsch an der Stelle zu einer beeindruckenden Serie hinten raus und zu einem am Ende souveränen Aufstieg, was man vielleicht vor 2-3 Monaten nicht so gedacht hätte. Und deswegen allergrößten Respekt vor der Leistung vom FC Schalke. Zum Spiel heute. Ich bin sehr, sehr einverstanden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, bis auf eine Situation, das ist 1:2, das dürfen wir nie so kassieren nach dem 1:1. Sichern wir zu schnell durch und verlassen die letzte Kette und sind dann kurzzeitig in Unterzahl in der letzten Kette und kassieren dann das Tor. Ansonsten über das komplette Spiel eine gute Leistung meiner Mannschaft. Was gefehlt hat, waren die Tore vorn. Bisschen Sinnbild für einige Spiele, in den Spielen, wo wir gut mitspielen, wo wir auch eine Dominanz entwickeln, fehlt uns die Effizienz und das klare Herausspielen von Torchancen und gleichzeitig reichen dem Gegner meistens 1-2 Situationen. Da müssen wir eine bessere Balance finden für die neue Saison, schon mal ein bisschen vorauszublicken. Ja, und ansonsten will ich auch gar nicht mehr zu viel in Details gehen zum einzelnen Spiel heute, sondern einfach nur eine Zusammenfassung des Spiels und Glückwunsch an Schalke. Danke. Vielen Dank an beide Trainer. Wer möchte die Fragestunde eröffnen? Bitte schön, einmal gerne Martin Morawetz. Herr Klaus, Sie haben sich zusammen mit Dieter Hecking wohl nochmal geäußert vor der Mannschaft. Was haben Sie ihr gesagt und wie geht es Lino Tempelmann? Ja, jetzt genaue Details, was ich der Mannschaft gesagt habe, sage ich jetzt hier nicht, weil dafür ist es ja in der Kabine und bleibt auch in der Kabine. Aber ich habe ihm auf alle Fälle einen schönen Urlaub gewünscht, habe ihm gesagt, dass sie sich Zeit für ihre Familie nehmen sollen, weil die haben uns unterstützt, die haben auf uns verzichtet. Und jetzt gilt es 4 Wochen lang einfach auch da zu sein als Ehemann, Papa, Sohn, Bruder, Freund, was auch immer. Und nicht mehr als Fußballer mal zu sein, das ist wichtig jetzt. Ein bisschen aufs Spiel zurückgeblickt und dann einen kleinen Ausblick gegeben. Und dann haben wir es belassen. Berlino müssen wir jetzt schauen, da ist irgendwas am Innenband. Fand ich nicht gut gelöst, muss ich sagen, in Summe vom Schiedsrichter in der Szene. Es war das 3. gelbwürdige Foul von Itakura. Wir haben darauf hingewiesen, bitte, bitte unterbinde es. Und beim 3. Mal hat er dann es geschafft, einen Spieler zu verletzen. Kein Vorwurf an Itakura, null. Null Vorwurf, das ist einfach ein intensives Spiel dann im Zweikampf und ist alles gut. Aber Schiedsrichter muss es halt vorher unterbinden, dann kann er so nicht hingehen. Und jetzt haben wir einen verletzten Spieler und das ärgert mich enorm. Neben der Niederlage heute, dass wir im letzten Saisonspiel einen wichtigen Spieler mit einer Verletzung haben. Ich hoffe, dass es nicht Schlimmes ist. Aber da, ja, ich beiß mir auf die Zunge. Danke.
Hier vorne bitte einmal. An Mike Büskens die Frage, kann dieser großartige Erfolg jetzt den gesamten Verein so beflügeln, dass man davon auch für die neue Saison profitiert? Ich meine, das haben wir ja in den letzten Wochen gesehen, wie sehr das beflügeln kann. Ich glaube, wir haben viele Leute mitreißen können. Und natürlich kann uns das beflügeln. Das allein wird nicht reichen, weil die Aufgabe in der Bundesliga wird für uns nicht so einfach sein, weil wir nicht mehr der FC Schalke 04 sind, der wir vielleicht vor 2-3 Jahren waren, sondern wir werden natürlich wirtschaftlich ein bisschen was zulegen können, aber beileibe nicht so, wie es früher der Fall war. Und von daher geht es jetzt für uns eigentlich nur darum, mit der Situation demütig umzugehen und geschlossen dann in die neue Saison gehen, weil auch da werden schwere Phasen kommen, weil, wie gesagt, Bundesliga für uns wird jetzt auch nicht unbedingt ein Selbstgänger. Eine Frage an den Trainer Mike Büskens. Wir hatten eben über das Wort beflügeln gesprochen. Sie haben in den letzten 2 Monaten Ihrer Tätigkeit doch viel Erfolg in die Mannschaft reingebracht, viel Elan, und das tut einem doch auch persönlich sehr, sehr gut. Hatten Sie nicht irgendwann mal dran gedacht, über die Saison hinaus weiterhin als Trainer zur Verfügung zu stehen, oder ist es endgültig zu sagen nein? Nee, also das stand für mich eigentlich nie zur Diskussion. Ich habe es ja vom ersten Tag an gesagt, gegenüber Rufen kommuniziert, und von daher war das oder ist das für mich klar. Martin Funk von der Bild. Herr Klaus, Sie sagten, Sie waren sehr einverstanden mit dem Team heute. Trotzdem mit dem Abpfiff wirkten Sie sehr, sehr sauer. Lag das an diesem 2:1? Haben zuerst das Stadion verlassen wollen, waren dann kurze Zeit später wieder da? Nee, es war zum reinen Selbstschutz. Weil normalerweise gehe ich aufs Feld und da begegnet mir der Schiedsrichter. Es war reiner Selbstschutz. Lerneffekt. Florian Zenger. Ich habe schon mal eine gelbe Karte nach Abpfiff gesehen. Ich hatte heute schon gelb. Noch eine gelbe wäre gelb-rot, wäre scheiße. Herr Klaus, wenn man jetzt die anderen da feiern sieht, frustriert einen das mehr oder ist das Motivation für die nächste Saison zu sagen, das sind wir nächstes Jahr? Ja, andere feiern zu sehen ist immer frustrierend, macht doch keinen Spaß. Ich habe es auch vor dem Spiel gesagt, für mich ist ein Fest immer dann, wenn wir ein Spiel gewinnen. Das war für mich heute kein Fest. Wir haben ein Spiel 1-2 verloren. Deswegen bin ich nach dem Spiel enttäuscht und will es gewinnen. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, ohne jetzt, es geht nicht ums Feiern, aber wir haben gesehen heute auch, was notwendig ist, um erfolgreicher Fußball zu spielen. Und das hat man jetzt halt auf der Gegenseite auch gesehen heute, wie Schalke ihre Tore macht. Oder das eine Tor, das erste nehme ich mal komplett raus. Das ist halt einfach ein kompletter Geniestreich, aber gerade beim zweiten Tor, mit wie viel Qualität das gespielt ist. Deswegen motiviert das natürlich schon, aber die Gedanken gehen jetzt noch nicht da irgendwie hin, in ein Saisonziel oder in die neue Saison zu gucken, sondern es geht einfach darum, hey, was können wir besser machen, damit wir sowas hier nicht erleben, dass der Gegner in unserem Stadion feiert. Das wollen wir vermeiden, dass ein Gegner bei uns im Stadion feiert, wenn der Gegner aufsteigt oder ein Saisonziel erreicht oder die Klasse hält und wir dann das Spiel gewinnen, alles gut, dann kann der Gegner bei uns auch feiern, aber zu verlieren und der Gegner feiert, das ist nicht gut. Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Herr Klaus, das offizielle Saisonziel, Platz 5-8, jetzt ist es 8 geworden. Okay so, oder haben Sie das Gefühl, das wäre vielleicht nicht unbedingt heute, aber in den letzten Wochen ein bisschen mehr noch drin gewesen? Ja, gut ist, dass wir das Saisonziel relativ zeitig erreicht haben. Das spricht dafür, für die Mannschaft. Nicht gut ist, dass wir dann danach einfach, ja, nach dem Sandhausen-Spiel nicht mehr gut gepunktet haben. Bis Sandhausen alles gut. Das war ein klarer Bruch. Das haben wir auch gemerkt dann innerhalb der Mannschaft drin, dass wir einfach dann von diesem Traum, der dann kurzzeitig gelebt hat, dann in die Realität zurückgeholt wurden und dann der Aufstieg nicht mehr möglich war. Und dann hat man gemerkt, dass dann einfach ein bisschen was gefehlt hat. Die Euphorie hat uns bis dahin gebracht, bis zu dem Punkt, dass wir die Chance hatten,
mit einem Sieg gegen Sandhausen oder mit weiteren guten Spielen und Punkten dann länger oben bei zu bleiben. Und als dann klar war, dass wir es nicht mehr schaffen, dann hat uns dann einfach hinten raus ja nicht nur Qualität, sondern auch ein bisschen die letzte Überzeugung gefehlt. Es geht nicht um Bereitschaft oder ich will nicht, sondern einfach diese Überzeugung, dieses Selbstbewusstsein, dass wir die Spiele gewinnen können. Und das hat uns dann hinten raus ein bisschen gefehlt. Und das ist natürlich dann schade, weil wir hätten dann schon, glaube ich, auch Platz 6 erreichen können. Das wäre selbst heute möglich gewesen mit einem Unentschieden. Wir wussten das nach dem Tor, dass das gereicht hätte für den 6. Platz. Und das wäre ein Erfolg gewesen, der Platz 6. Den hätten wir gerne erreicht, diesen 6. Platz. Und deswegen waren wir auch sehr enttäuscht nach dem Spiel, weil Sechster hört sich einfach besser an als Achter. Und ich glaube, ja, deswegen müssen wir jetzt damit leben. Das ist im Endeffekt okay. Und wir sind auch zufrieden, dass wir das Saisonziel erreicht haben und frühzeitig erreicht haben. Aber hinten raus, wie gesagt, wären ein paar Punkte mehr schön gewesen. Auch jetzt haben wir in der Rückrunde 24 Punkte geholt, in der Hinrunde 27. Auch da hätte ich mich gefreut, wenn wir in der Rückrunde genauso viel oder vielleicht sogar ein, zwei Punkte mehr drauf gepackt hätten. Das sind alles so kleine Dinge, die dann noch dazukommen. Aber ich weiß auch, wo die Ursachen liegen. Das ist natürlich auf der einen Seite das Sandhausen-Spiel und wir haben dann auch gesehen, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle einfach auch uns ein bisschen Qualität gefehlt hat, um dann so enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Bitte schön. Herr Biskens, können Sie was zu den beiden Torschützen sagen? Erstens zum Geniestreich von Salazar. Was haben Sie gedacht, als er auf einmal angesetzt hat aus 58 Metern Entfernung? Und zweitens, ist es für Simon Terodde in seinem Alter wirklich was Besonderes, mit einer kleinen Kanone in der Kabine zu sein? Schildern Sie das mal eben kurz, wie er so da in der Kabine saß. Also zum Tor von Rodri, ist natürlich perfekt gemacht, ne? weil er sieht, dass der Torwart weit vor der Kiste steht, nimmt das für sich wahr, sprich hat sich vorher orientiert und haut ihn dann auch mit dem nötigen Quäntchen Glück natürlich rein. Wie gesagt, sensationell, großen Respekt davor, dass er nicht den Kopf unten hatte und nur seine nähere Umgebung wahrgenommen hat, sondern auch die Distanz. Zu Simon, unabhängig von seinem Alter jetzt oder so, der liebt einfach dieses Spiel. Ja, der trainiert jeden Tag mit Freude, ist bereit, wahnsinnig viel dafür zu investieren und hat dieses Ding jetzt endlich mal verdient. Ich hatte so das Gefühl, dass der Bülti ihm in der ersten Halbzeit unbedingt einen auflegen wollte. Darüber habe ich dann auch noch mal kurz mit Bülti gesprochen, weil mir war klar, dass Simon auch ohne Bültis Hilfe immer mal den einen Moment bekommt. Und das ist halt seine große Qualität. Jetzt auch wieder, ne? Der schießt nicht kopflos, der haut nicht einfach nur drauf, sondern der macht seine Tore sehr, sehr bewusst. Das ist außergewöhnlich und weil er auch noch ein außergewöhnlicher Mensch ist mit einem fantastischen Charakter, kann man ihm das nur gönnen. Ich sehe keine weiteren. Doch, Martin Morawetz noch von der Deutschen Presseagentur und dann noch Florian Zenger. Herr Büskens, Sie haben ja gesagt, dass es für Sie nie zur Diskussion stand, weiterzumachen. Ist, wenn Sie Ihre Mannschaft aber in andere Trainerhände übergeben, ein bisschen Wehmut dabei? Nee, ich bin einfach froh und stolz, dass ich Teil dieses Ganzen sein durfte, dass ich Teil dieser Reise war. Und von daher geht es gar nicht um Wehmut. Ich bin ja nicht aus dem Leben, ne? Sondern ich werde hier auch, und davon gehe ich aus, ein Teil dieser Gruppe sein im nächsten Jahr. Und von daher überwiegt bei mir ganz einfach Freude und Stolz, weil diese ganze Reise doch schon sehr, sehr anstrengend war, mit einem hohen Druck behaftet, gerade wenn man diesen Farben so verbunden ist, wie ich es von mir behaupte, dann ist der Rucksack schon ganz schön schwer. Und jetzt ist es schön, dass ich den in die Ecke stellen kann. Flo. Herr Klaus, Sie schulden uns noch einen Songtitel zum Abschluss. Kann ich Ihnen Dienstag nachreichen? Ich mach's Dienstag, ich überlege mir was. Gut, das perfekte Schlusswort. Der Kollege aus Schalke hat auch keine Lust mehr. Wir auch nicht, wir beenden die Saison. Wünschen euch eine schöne Sommerpause. Macht's gut, tschüss.